So, wir sind vor dem Park. Wir gehen da jetzt auch rein. Ich habe mich schon immer gefragt, was denn hier passiert, weil das extra so aussah, als ob wir da rein könnten. Und jetzt können wir es auch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Bei den Optis hier. Werden die mich verpfeifen? Können wir hier unterkommen? Das ist, glaube ich, so ein Anblick, der öfters ist in Japan. Mit den Parks. Dass da Obdachlose drin leben. So richtig mit Zelten und sowas. So eine kleine Zeltstätten und so weiter. This West Park. Hope there's somewhere for me to sleep. Oh, cool. Das ist tatsächlich jetzt ein Areal, wo wir noch nicht waren. Das sollten wir auf jeden Fall abgehen. Um zu checken, ob es hier Karten gibt. Das machen wir auf jeden Fall. Und ich sollte hier auch speichern. Ihr habt's gehört. Ihr habt's gehört und ihr seht's. Da ist das Nanase Otoha Type B Card. Oh, jetzt können wir die letzten Karten hier noch einsammeln. Das ist ja sehr nice. Wir holen uns auch vielleicht mal hier die zwei Maschinen. Machen wir mal leer. Mal schauen, was hier drin ist. Einerseits, glaube ich, ein Pilz. Und hier für 1 Million kriegen wir... Was kriegen wir für 1 Million? Eine Uhr. Na gut. Ist ja egal. Können wir gebrauchen. Ich speichere, wie gesagt, erstmal. Safe. Dann nehme ich den unteren Speicherplatz. Yes. So, und dann suchen wir erstmal weiter. Die Gegend ab. Hier muss es bestimmt noch irgendwo eine Karte geben. Ich finde es toll, dass wir jetzt hier hin können. So ein paar Obdachlose. Sprechen wollen wir noch mit niemandem hier. Schläft jemand auf der Bank? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht dahin laufen, wo wir hinlaufen könnten, um hier zu pennen. Können ja nochmal hier rumlaufen. Wir haben ja auch ein paar Obdachlose eigentlich kennengelernt, ne? Und ich muss jetzt voll an den Manga Homunuk... wie heißt das nochmal? Homunculus denken, genau. Da gab es nämlich auch den einen Protagonisten, der dann auch in seinem Auto gewohnt hat und irgendwie so ein bisschen obdachlos war, obwohl er es eigentlich gar nicht nötig hatte, weil er voll viel Geld hat und so weiter. Okay, mit dem können wir sprechen. Den ignoriere ich gerade mal. Ich ignoriere alle gerade mal. Ich frage mich, was der auf seinen Wagen hat. Hier muss es noch irgendwo Karten geben. Es kann nicht sein, dass es nur eine einzigste Karte hier gab. Aber ich gucke mir halt, wie gesagt, auch gerade nur den Rand an. Von dem Ganzen. Ah, da kommen wir gar nicht durch. Ach, hier können wir dieses komische Würfelspiel spielen. Okay. Wissen wir mehr? Wissen wir mehr? Wissen wir Bescheid? Oh Gott. Ich kenne mich mit... Ich weiß nicht. Ich kann mich erinnern, dass es das bei Yakuza 3 gegeben hat. Dieses Würfelspiel. Aha. Da haben wir noch eine. Hallo. Raika Aiba Type B Card. Wow. Ich hätte es fast nicht mehr für möglich gehalten, dass wir hier irgendwas spielen können, tatsächlich. Da kommen wir nicht rein, deswegen können wir hier uns auch nicht angucken. Ich hoffe echt nicht, dass ich eine Karte übersehe, aber wir sollten hier einfach mal ein bisschen Spiele spielen. Koi Koi zum Beispiel, wir haben ein bisschen Geld ja mitgebracht. Fangen wir doch mal hier an. Koi Koi, was ist das? Ich hab's vergessen. Hello friend, want to play Koi Koi with us? Play Beginner. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, wie das funktioniert. Ich spiele erstmal als Beginner. Alright, I will play. Wir machen mal ganz unten, weil ich, wie gesagt, ich weiß gerade nicht, wie das genau funktioniert. Das ist quasi... Ah, okay, wir brauchen 200. Okay. Gut, come on, over here. Koi Koi. Ach. Oh. Ich hoffe, hier gibt es ein Change Settings. Oh Gott. Wenn ich schon sehe, dass das steht Month 1 und dann sind da irgendwelche Sachen. Das ist quasi irgendein chinesisches, japanisches, ich glaube eher chinesisches Poker.
How to play. 1 von 3, das hört sich nicht viel an. This game is played with a Hanafuda deck. Oh. Matching a card in your hand with one on the table allows you to take that card. The object of the game is to form special card combination to outscore your opponents. Aha, man sammelt ja scheinbar Karten für irgendwelche Kombinationen. There are 12 card suits January to December, also monatsmäßig. Gibt es von Januar bis Dezember. Gibt es 12 suits. Each suit consists of 4 cards. Und, okay. When it's your turn, place one card from your hand on the table. If there is another card of the same suit on the table, you get that pair. If there are no other cards of the same type on the table, your card stays on the table. Das heißt, wenn wir eine Karte legen, die dem Suit entspricht, können wir sie aufnehmen. Also bekommen wir das Pärchen. Wenn nicht, dann bleibt unsere Karte dort liegen. When you form a special, specific combination with acquired cards, you can select whether to call Koi, keep going. Also, hä? Okay. When you form a specific combination with acquired cards. Also wenn man eine bestimmte Kombination mit Karten erreicht hat, kann man sagen Koi und keep going. Und weiterzumachen, call Koi, the hand continues and you try to form more combinations. Don't call Koi, the hand ends and you get the points for the card combinations. Okay, das heißt, wenn man sagt, wenn man Koi nicht sagt, dann hört das Spiel auf und man sammelt die Punkte und wenn man sagt Koi, dann geht's weiter. Das mehr gibt's nicht. Hands. Junk. Any 10 junk cards with each additional junk card adding another point. Sake Cup with Chrysanthemum can also be counted as a junk card. Any 10 junk cards with each additional junk card. Okay. Adding another point. Poetry Ribbons. Okay, wenn wir diese Spruchbänder da haben. Any 5 Poetry Ribbons cards with each additional Poetry Ribbon card adding another point. Okay, das, da sieht man das. Verity. Any 5 Point cards with each additional 10 Point cards adding another point. Bitte? Blue Poetry Ribbons, wenn man die 3 hat. Pony and Mabel Poetry Ribbon Cards, kriegt man 5 Punkte. Red Poetry Ribbons, Boar, Deer und Butterfly, das sind halt die verschiedenen Tiere. The Boar with Clover, Deer with Maple und Butterfly with Pony Card. Moon Viewing, The Moon over Pampas and Sake Cup with Chrysanthemum Cards. Ich habe keine Ahnung. Das ist Cherry Blossom Viewing. Wow, ey. Das ist jetzt schon mega kompliziert. A Season. 4 Points. 4 Cards of the same month as the current round. Okay. Wir sehen den Monat und was das für Karten sind. Und wenn wir dann 4er haben, dann können wir das mitnehmen. Puh, Tree Lights. 6 points, any 3 20 points cards except Rain Man. Und ich sagte, es geht mit der Hauptstory weiter. Was? 3 Lights? Also ein Kranich, Blumen und der rote Mond, der Mond. Und wenn man dann noch den Regenmann dazu hat, Rainy 4 Lights, gibt es einen Punkt mehr. 4 Lights. Any 4 20 Point Cards. Ich habe keine Ahnung, was ein 20 Point Cards ist. Auf jeden Fall gibt es jede 5 Lights, jede Menge Karten, wenn man Special Karten hat. 4 for Kind, 4 Pairs. Having 4 Cards of the same month in your hand gives you 6 points and concludes play for that month. And concludes play for the month. Having 4 Pairs and matching months. Ich glaube, das müssen wir echt Learning by Doing machen. Ich versuch's einfach mal. How to play, Chancel, Handlist. Okay, wir können die Handlist wenigstens auch einblenden. Und dann aussuchen. Pick a card to the dealer. So, ich nehme die. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist 4. Monat. Wir spielen jetzt nur gegen einen, okay. Ich dachte schon, wir würden es gegen mehrere Leute spielen. Das ist eine richtig gute Karte.
Und wir könnten jetzt das sammeln, wenn ich das richtig sehe. Das ist nichts. Das können wir sammeln. Oh, das könnten wir sammeln. Ich mach das mal. Bitte was? Ich verstehe gerade nicht ganz genau, was hier passiert. Cherry Blossom Viewing 5 Call Call. Bitte? Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Poultry Ribbons. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Wir schmeißen hier einfach Karten raus und dann kriegen wir mit etwas Glück neue Karten. Jetzt hat er sich die Verity geholt. Ah, schlecht. Oh, ich glaube, der gewinnt gegen uns, weil ich auch keine Ahnung habe, was ich hier mache. Okay. Wie ihr seht, da muss man erst, glaube ich, dahinter steigen. Das ist nicht so leicht. Kann ich das sowas machen? Was passiert denn dann, wenn ich das hier mache? Ah, ich muss mir eine aussuchen. Ah, verstehe. Manf 2 sind diese Bäume. Komm, dann sammle ich einfach mal nochmal die Ribbons hier. Nichts passiert. Und der macht hier fett Belohnungssachen hier. Yes, was auch immer. Und schon können wir nichts mehr spielen. Ich spiele mal diesen langweiligen Monat hier aus. Nein, der Rain Man, den kriegt er bestimmt gleich. Wow. Ah, wir können uns das holen. Oh. Das sieht eigentlich jetzt schon wieder so aus, als ob er gewinnt. Tiere haben wir. Poultry Ribbons hat er schon. Immer wenn er irgendeinen Punkt macht, dann kann er das einsammeln. Au, oh, wir haben auch was. Wir haben jetzt Verity. Dann sagen wir Call. Junk hat er jetzt auch. You lost, weil er nicht mehr called. Free Lights. Okay, ich verstehe. Langsam verstehe ich, wie es funktioniert. Und wir spielen nur bis 330 Punkte oder so? Ich weiß es nicht. Wie viele Hände wir spielen. Oder spielen wir 12 Monate durch? Wow, das wird ganz schön lange. So, wir sammeln mal die Red Ribbons. Und auch die Ribbons. Na. Hat uns das weggenommen.
Der sammelt ganz schön viel ein. Jetzt haben wir nichts. Spielen wir mal im Berg. Immerhin. Dass man aber immer so die zweite Hand auch noch gleich spielt, das ist halt so ein bisschen verwunderlich. Junk. Toll, jetzt hat er schon 2 Punkte und ich habe verloren. G-Round Match, wir haben verloren. Okay. So. Ich habe keine Ahnung, was genau passiert ist. Ich werde es jetzt nochmal... Also, wir haben ja nicht genug Punkte. Okay. So, so funktioniert Koi Koi. Man muss sich da ein bisschen reinfuchsen, tatsächlich. Ich finde es halt cool, dass die auch, so wie in Deutschland gibt es ja auch sowas wie Doppelkopf und sowas. Und da hat auch niemand eine Ahnung von. Wahrscheinlich woanders. Wir müssen 1 Million halt verdienen. Geht. Kann man machen. Werde ich wahrscheinlich auch machen. Ich will jetzt nochmal die anderen Spielchen hier mehr anschauen, die wir hier spielen können. Irgendwo gab es ja auch ein Würfelspiel. Genau, das da. Chen Hans. Hey, Boss. Interested in playing Chohan? About Chohan? What do you want to ask about? Go back another about other gamblers. About Chohan? So, in this game you bet on whether the sum of 2 dice rolled will be odd or even. Ja, hier gerade oder ungerade. The payout is based on how much you and the other players wagered. Okay, hey, Boss. Was kann man hier noch fragen? Go back about other gamblers. Some of the other folks betting are on lucky streaks, some keep losing and yet another get lucky only now and then. Okay, you can benefit from betting the same as someone who seems to be on a roll, but keep in mind that their luck will eventually run out. Okay, haben wir gehört. Irgendwann geht auch deren Glück zu Ende. Wir können hier auch spielen, deswegen, ich werde mal erstmal ausprobieren, wie das funktioniert. Deswegen machen wir das mal so. Das Spiel ist ja relativ einfach, wenn man das so sieht. Entweder gerade oder ungerade. Schön, dass wir uns hier so ein Zelt treffen. Chan is a game where you guess whether the sum of 2 dice will be odd or even. Also es ist reine Glückssache. Die Chancengleichheit ist immer gleich. Welcome, I hope you enjoy the game. Ja. Well now, are you ready? Here we go. So, zweimal auf. Komm, ich sag auch even, damit es ausgeglichener ist. Wie viel wir setzen, können wir jetzt entscheiden. Ich sag mal 400. Es ist gleich oder ungleich? Es ist gleich! Ja, the moment of truth! Cool. Ah, das ist ein relativ kurzlebiges Spiel. Es geht relativ schnell. Jetzt setzen sie auf... Ich mach wieder auf gleich. Diesmal aber nur 200. So, 250, sag ich mal. Es ist wieder gleich. Cool. So. Nö, danke. Wir wissen ja, wie das Spiel funktioniert. Das ist eins der leichteren Spiele. Da muss man einfach nur ein bisschen Glück haben. Ja, jetzt habe ich jetzt auch noch nicht viel daran verdient, aber wie gesagt, es ist, ja, man kann das machen, man muss es aber nicht.